Kaum eine Premiere hat bei den Fans derart Gänsehaut ausgelöst wie der neue Alfa Giulia. Nach dem 510 PS Kracher bringt Alfa Romeo im Frühjahr die Giulia auch mit kleinen Motoren. Zunächst hat Alfa die Giulia als BMW M3 Gegner mit 510 PS vorgestellt. Pünktlich zum Marktstart im Frühjahr zeigen die Italiener auf dem Genfer Autosalon die zivilen Varianten. So soll die Sportlimousine einen 2,2 Liter Vierzylinder Turbodiesel bekommen, der mit 150, 180 und 210 PS angeboten wird. Die 2 Liter Turbobenziner leisten 200, 250 und 280 PS. Automatik und Allrad werden gegen Aufpreis angeboten. Die Preise dürften bei 37.000 Euro beginnen. Wer den A4 zu brav findet, der nimmt den A5. Im A5 Sportback treffen Vernunft und Vergnügen aufeinander. Trotz gleicher Technik macht der coupéhafte Bruder optisch mehr her, profitiert beim Handling wie die Limo vom geringeren Gewicht. Das zweitürige Coupé kommt Anfang Herbst inklusive 3 Liter V6 Biturbo im S5. Das fünftürige Sportback und das Cabrio folgen. Im März zeigen die Ingolstädter den Q2, ein kleines SUV auf Basis des dreitürigen A3. Optisch kommt er mit einer kantigen Karosserie, technisch ist er weitgehend identisch mit seiner Basis. Konkurrent ist der Mercedes GLA. Ein SQ2 wird später folgen mit rund 230 PS. Ab Sommer ist der Q2 ab etwa 26.000 Euro erhältlich. Die Sturm- und Designdrangzeit bei BMW ist vorbei. Der neue 5er verändert sich nur ganz vorsichtig. Das gilt auch erst einmal für die Motoren. Den 3 Liter Benziner und den Diesel mit bis zu 420 PS bietet BMW auch weiterhin an. Dazu vertrauen sie wie im 7er schon auf Carbon im Rohbau. Die Münchner wollen so von den Erfahrungen im i3 und i8 profitieren. Das komplett autonome Fahren ist zwar in Sicht, aber noch nicht Realität. Zunächst mal kann der BMW bis 130 km/h automatisiert fahren und damit nicht nur Gas und Bremse, sondern auch die Lenkung übernehmen. Im Innenraum wartet ein überarbeitetes Kommunikationssystem auf den Fahrer. Die Gestensteuerung aus dem 7er wird auch in den 5er eingebaut. Im Winter 2016 kommt der BMW dann ins Scheinwerferlicht. Als Nachfolger des Veyron legt der Chiron die Messlatte nächstes Jahr wieder ein Stück höher. Optisch ist nur wenig Fortschritt zu erkennen, doch aus dem 8 Liter 16 Zylinder sollen dank doppelten E-Lader künftig unglaubliche 1500 PS sprudeln. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 460 Stundenkilometer. Diesen Extremsportler gibt es natürlich nicht geschenkt. Ab 2,2 Millionen Euro dürfte der Chiron kosten. In Genf wird der neue Bugatti vorgestellt. Der Fiat 124 Spider ist den Italienern nicht genug. Im nächsten Jahr bringen sie die Abarth-Version auf den Markt. Das Spaßgerät hat 180 PS auf den Rädern und genau wie beim historischen Vorbild von 1972 tragen die Hauben schwarz. Die dritte Generation des Ford Ka will nicht mehr süß sein. In Brasilien wurde der Ka wieder von Ford selbst entwickelt und ist dort auch bereits erhältlich. Der 3,88 Meter lange Kleinwagen wird künftig ausschließlich als Fünftürer angeboten. Auf dem Genfer Autosalon feiert die Europa-Version des Ka dann Premiere und ist ab Sommer zu kaufen. Während die Deutschen noch an Elektroautos herumexperimentieren, sind die Asiaten schon einen ganzen Schritt weiter. Nach Toyotas Mirai und Hyundais iX35 Fuel Cell bringt Honda mit dem Clarity im Herbst das nächste in Großserie gebaute Auto mit Brennstoffzelle. Der E-Motor leistet 177 PS und soll mit einer Tankfüllung Wasserstoff rund 700 Kilometer schaffen. Hondas Ökolimousine soll in Japan knapp 60.000 Euro kosten. Hyundais neuestes Öko-Auto wird im Januar in Korea präsentiert. Der IONIQ soll mit drei verschiedenen Antrieben auf den Markt kommen. Mit reinem E-Antrieb, als Hybrid und als Plug-in für die Steckdose. Die aerodynamische Form der Fließhecklimousine orientiert sich am Altmeister Prius. Die Europapremiere ist im März auf dem Genfer Autosalon geplant. Mit dieser Katze wagt sich Jaguar ab April kommenden Jahres ins Gelände. Der F-Pace ist das erste SUV der Firmengeschichte. Die Karosserie besteht aus leichtem Aluminium.
Mit einer Länge von 4,73 Meter tritt der Offroad Jack gegen Audi Q5, BMW X3 und Mercedes GLC an. Dabei ist der F-Pace nicht nur elegant, sondern auch praktisch. Der Kofferraum fasst 650 Liter. Die Preise beginnen bei 42.930 Euro. Dafür gibt es einen 2-Liter Diesel mit 180 PS. Jeep schickt 2016 die wenig erfolgreichen Geländewagen Patriot und Compass in Rente und ersetzt beide durch ein neues SUV in der Größe des VW Tiguan. Der wird die vergrößerte Plattform des Renegade nutzen. Erstmals will Jeep komplett neu entwickelte Benziner einsetzen. Premiere ist im kommenden Sommer. Im Frühjahr rollt der Kia Niro auf die Straßen. Das Umweltauto zeigt, dass Öko auch sexy sein kann. Mit einer Länge von 4,36 Meter ordnet er sich zwischen Soul und Sportage ein. Ein 1,6 Liter Benziner mit 105 PS und ein 32 Kilowatt Elektromotor übernehmen den Antrieb. Der Niro wird nur als Hybrid angeboten und als Crossover. Der Preis liegt um die 20.000 Euro. Bislang konnte Kia mit dem Optiba in Europa noch nicht landen, der Kombi fehlte. Die zweite Generation rollt im Herbst auch mit dem familienfreundlichen Heck an den Start, das derart sportlich ausfällt, dass dieser Koreaner bei Mercedes wohl Shooting Brake heißen würde. Die Preise für Kias Raumwunder beginnen bei rund 26.000 Euro. Bentley tut es, Jaguar tut es und sogar Rolls-Royce hat es vor. Die Luxusmarken strömen ins SUV-Segment. Da wollen die Italiener sich nicht zurückhalten und bringen mit dem Maserati Levante ein sportliches Oberklasse-SUV. Gegner soll vor allem der Porsche Cayenne sein, aber auch wer sich für einen Jaguar F-Pace interessiert, könnte bereit sein, etwas mehr für den Maserati Levante auszugeben. Die Technik kommt vom Ghibli inklusive der 6- und 8-Zylinder-Motoren. Das bedeutet, es gibt mindestens 3 Liter Hubraum unter der Haube und los geht es bei 275 Diesel-PS. Die Top-Version wird wohl ein S im Namenszusatz tragen und 410 PS mitbringen. Die Preise dürften auch auf Porsche-Niveau liegen und das bedeutet, knapp unter 70.000 Euro wird es frühestens losgehen. Premiere ist wahrscheinlich im März. Der Verkauf startet dann ein wenig später. Sein Vorgänger hieß trotz C-Klasse Technik noch E-Klasse Cabrio. Damit ist ab März Schluss. Zum Genfer Autosalon öffnen die Stuttgarter ihr bildschönes C-Klasse Coupé und verpassen ihm ein gut isoliertes Stoffdach. Pünktlich zum Sommer soll diese oben ohne Variante den Konkurrenten Audi A5 und BMW 4er die Schau stehlen. Jetzt kommen sie endlich, die oberschlauen Autos. Sie können selber lenken, sie sind voll vernetzt und super sparsam dank Hybridtechnologie. Eines von ihnen ist die neue Mercedes E-Klasse. Mercedes verspricht eine Gewichtsreduktion zwischen 70 und 100 Kilogramm im Vergleich zum aktuellen Modell. Bei der Karosserie setzt Mercedes auf eine Mischbauweise. Bedeutet, große Teile werden aus Aluminium bestehen, einzig Dach- und Seitenteile sind aus konventionellem Stahlblech geformt. Es sind zwei verschiedene Plug-in-Hybride geplant. Im E350 arbeiten ein 2 Liter Benziner und ein Elektromotor zusammen. Die Systemleistung liegt bei 326 PS. Vor allem für den amerikanischen und chinesischen Markt ist der E500e wichtig, wo ein 6-Zylinder mit 333 PS und eine E-Maschine auf eine Gesamtleistung von 448 PS kommen. Bis Tempo 130 auf der Autobahn kann die E-Klasse automatisiert fahren. Des Weiteren bieten die Stuttgarter einen Überholassistenten an. Ein neues Assistenzsystem im Innenraum ermöglicht die Kommunikation zwischen Autos und somit die frühzeitige Warnung vor Staus oder anderen Gefahren. Die E-Klasse soll im Januar 2016 erhältlich sein. SUV-Coupés liegen im Trend. Eigentlich hochgelegte und praktische Geländewagen werden tiefer gelegt und mit einer flotteren Designlinie versehen. Fertig ist der Hit. BMW hat es mit dem X4 vorgemacht. Mercedes folgt im Herbst 2016 mit der Coupé-Version des GLC. Die Technik stammt dabei vom Basismodell. Neu sind zwei heiße AMG mit 8-Zylinder und bis zu 510 PS.
Premiere ist wohl im Frühjahr in Amerika oder China. Die Preise werden sich um die 4.000 Euro über dem GLC bewegen, also rund 48.500 Euro könnte die Basis kosten. Seit 1996 eroberte sich der kompakte Roadster aus Stuttgart eine weltweite Fangemeinde. Rund 670.000 Mal verkaufte sich der Mercedes SLK. Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum bekommt das Kind in seiner dritten Generation einen neuen Namen. Aus SLK wird ab März 2016 der SLC. Das soll die Nähe zur Kernbaureihe, also zur C-Klasse, unterstreichen. Mit ihr teilt sich der Zweisitzer viele Elemente seiner Technik. Mit der Namensänderung geht ein dezentes Facelift einher. Die Schürzen an der Front sowie am Heck wurden optisch geschärft. Der AMG GT lässt grüßen. Zwischen den neuen Scheinwerfern, die es optional auch mit LED gibt, funkelt ab sofort der serienmäßige Diamantgrill. Zudem bekommen die Rückleuchten ein neues Design, genauso wie die Auspuffendrohre. Im Innenraum wertet Mercedes den SLC mit einem größeren Infotainment-Bildschirm, neuen Lederfarben und einer Ambientebeleuchtung auf. Natürlich spendieren die Schwaben auf Wunsch eine Vielzahl von aktuellen Sicherheitssystemen. Der aktive Bremsassistent gehört dabei zur Serienausstattung. Unter der Haube des SLC finden die gravierendsten Neuerungen statt. So gibt es eine neue Basisversion, den SLC 180 mit rein 4 Zylinder und 156 PS. Ein 6 Zylinder gibt es nur noch im AMG-Modell, dem neuen SLC 43. Er ersetzt mit seinem 367 PS starken 3 Liter V6 die bisherige Top-Motorisierung, den 421 PS starken V8 des SLK 55. Im Januar wird Mercedes seinen neuen Klappdach-Roadster auf der Detroit Auto Show präsentieren. Preise verraten die Stuttgarter noch nicht, aber wir rechnen damit, dass der SLC bei rund 40.000 Euro startet. Im Frühjahr kommt die vierte Version des neuen Mini auf den Markt. Unter der Haube stecken die bekannten 3- und 4-Zylinder. Das Verdeck öffnet voll elektrisch. Zukünftig soll es auch eine JCV-Version mit 231 PS geben. Das Mini Cabrio bleibt also ein Herzensbrecher. Ab Frühjahr 2016 ist er zu haben und kostet 23.950 Euro. Anfang Januar stellt General Motors die Serienversion seines Elektroautos Chevrolet Bolt vor. Auch bei uns soll das Elektroauto als Opel zum Jahresende an den Start kommen und Karriere machen. Aus Kostengründen wird der Opel wohl einen kleineren Akku als der Amerikaner bekommen mit einer Füllung für 200 Kilometer. Das Elektroauto ist eine Mischung aus Kompakten und Van. Gegner ist der BMW i3. Mit einer Länge von 4,20 Meter fällt der Bolt allerdings eine halbe Nummer größer aus als sein Konkurrent aus Süddeutschland. Preislich dürfte der Rüsselsheimer ab 25.000 Euro zu haben sein. Der nächste Insignia wird ein echtes Designerstück und wächst spürbar. In der Länge 15 cm der Radstand um 9, dazu Technik aus der Oberklasse. Das Design des Mittelklasse-Modells ist spürbar angespitzt. Das Dach fällt derart ab, dass sie den Insignia bei Mercedes wahrscheinlich CLS nennen würden, also als viertüriges Coupé. Der Kombi wird wieder Sportstourer genannt und könnte mit seinem schrägen Heck fast als Shooting Brake durchgehen. Opel bringt die neue Generation von 3- und 4-Zylindern an den Start. Vor allem der komplett neu entwickelte Biturbo-Diesel mit 160 PS soll einen riesigen Schritt machen. Anders als VW wird Opel kein Doppelkupplungsgetriebe anbieten und setzt auf die klassischen Wandlerautomatik mit 8 Fahrstufen. Allrad und ein adaptives Fahrwerk wird es im Gegensatz zum Astra auch in Zukunft gegen Aufpreis geben. Und die gute Nachricht für alle Leistungshungrigen, die heiße OPC-Version bekommt eine Neuauflage. Insider rechnen mit einem aufgeladenen 6-Zylinder mit einer Leistung von knapp 400 PS. Der Opel Zafira bekommt ein Facelift. Die charakteristischen Leuchten sind Geschichte. Der Zafira bekommt das Gesicht des neuen Astra inklusive LED-Scheinwerfer. Bereits vor dem Facelift haben die Rüsselsheimer den Zafira mit neuen Motoren bestückt. Ein 160 PS Biturbo-Diesel ist neu.
Der Peugeot 3008 wird ein Zwilling. Er wurde gemeinsam mit Opel entwickelt, wo er 2017 den Meriva ersetzen wird. Beiden Modellen gemeinsam ist ein Strategiewechsel. Die Vans bekommen deutlich mehr SUV-Charakter als bisher. Die Motoren stammen aus eigener Produktion. Erstmals wird es auch eine Hybridversion geben. Die Schwaben frischen ihr Programm 2016 ordentlich auf. Im Frühjahr kommen die renovierten Mittelmotorsportler Cayman und Boxster mit Vierzylinder-Boxster und dem neuen Namenszusatz 718. Das Facelift wird kleinere Veränderungen außen und innen enthalten. Unter anderem einen umgestalteten Stoßfänger mit neu geformten Scheinwerfern und einen ebenfalls umgestalteten Heckstoßfänger und Rückleuchten, die eine neue Leuchtengrafik bekommen. Unter der Haube dürfte der Eingriff größer ausfallen. Im Sinne besserer Effizienz dürften künftig auch Vierzylindermotoren mit 1,6 und 2 Litern Hubraum zum Einsatz kommen. Der Porsche 911R hat keine Flügel, aber den Motor des GT3 im Heck. Der 911 setzt auf Purismus mit einem 3,8 Liter Saugmotor mit 475 PS. Der R, getaufte 911, wird ausschließlich mit manuellem 7-Gang-Getriebe erhältlich sein. Sportfahrer müssen stark sein, denn der 911R wird wahrscheinlich auf 600 Exemplare limitiert und ist womöglich schon ausverkauft. Zum Preis macht Porsche bisher keine Angaben. Die zweite Auflage des Panamera wandelt sich Ende 2016 vom pummeligen Bruder zur eleganten Krönung des Elva-Programms. Optisch lässt sich einiges von der 2012er Studie Sport Turismo wiederfinden. Die Karosserie wirkt deutlich dynamischer und weniger schwülstig. Technisch basiert der Fünftürer auf dem gleichen Baukasten, den künftig auch der Bentley Continental und in abgeänderter Form der kommende 911er nutzen. Der größte Vorteil, konsequenter Leichtbau, soll rund 100 Kilo Gewicht sparen. Wie bisher kommen Diesel von Audi zum Einsatz, ganz oben ein V8-Selbstzünder. Die Benziner aus eigenem Hause leisten bis zu 600 PS und auch ein Hybrid wird nicht fehlen. Preislich dürfte der neue Panamera bei etwa 85.000 Euro starten. Oben offen, unten hoch. Der SUV-Markt kennt keine Grenzen. Sogar für ein viersitziges Cabrio scheint Bedarf vorhanden. Range Rover bringt im April das Evoque Cabrio auf den Markt. Die Technik stammt vom Coupé. Dank zahlreicher Karosserieversteifungen soll das Cabrio ähnlich geländetauglich sein wie die geschlossenen Versionen. Im Februar wird Renault mit der Neuauflage der legendären Alpine für Vorrohre sorgen. Ein aufgeladener Vierzylinder mit 300 PS soll die gut 1000 Kilogramm leichte Französin in gerade mal 4 Sekunden von 0 auf 100 schießen. Damit das Handling entsprechend begeisternd ausfällt, steckt der Motor nicht wie sonst bei Renault üblich im Bug, sondern direkt hinter den Fahrern. Renault stellt im April den neuen Koleos vor. Das SUV basiert auf dem Nissan X-Trail. Die europäische Version kommt ab Herbst mit bis zu 200 PS auf den Markt. Weil es mit dem Espace und Grand Scenic schon 2 Siebensitzer im Programm gibt, soll der Koleos nur als 5-Sitzer angeboten werden. Ein wahres Designerstück wird der neue Mégane. Zwar bietet der Franzose weniger Platz, dafür aber mehr Design. Der Kombi Grand Tour orientiert sich am Design des großen Bruders Talisman. Zwar kostet das ein paar Liter Kofferraum, doch sind wir ganz ehrlich, das steht dem Kombi leid, finden wir. Im März renoviert Renault seinen Scenic. Auf dem Genfer Autosalon stellen die Franzosen die vierte Generation des Vans vor. Genau wie der Espace wird der neue Scenic deutlich sportlicher und weniger nutzwertorientiert. Die Basis bildet eine mit Nissan entwickelte Plattform, die auch im Qashqai verwendet wird. Der Scenic bekommt serienmäßige 20 Zoll Räder mit Leichtlaufreifen. Als Motoren dienen 3- und 4-Zylinder mit maximal 1,6 Liter Hubraum und 200 PS. 7 Plätze bietet der Scenic nach wie vor. Der Familienvan wird geräumiger, optisch deutlich markanter und dank neuer Plattform rund 50 Kilogramm leichter. Im Frühjahr 2016 ist er zu haben. Wie gehabt will Renault auch eine längere Version mit Namen Grand Scenic anbieten. Musik.
Fiat soll wachsen und wie heutzutage üblich soll ein SUV für die nötigen Stückzahlen sorgen. Der noch namenlose Geländewagen basiert auf der Plattform des Leon und soll nicht nur zahlreiche Designelemente des Kompakten übernehmen, sondern auch seine Technik inklusive LED-Scheinwerfer. Skoda holt auf. Die Lücke bei den SUV schließt der neue. Ein Mittelklasse-SUV mit einer Länge von 4,75 Meter. Basierend tut das Sports Utility Vehicle auf der Langversion des neuen Tiguan und soll bis zu 7 Passagieren Platz bieten. Designtechnisch zeigt Skoda viel Selbstbewusstsein. Der Kühlergrill steht stolz im Wind. Die kantige Karosserie würde man so auch in der Premium-Klasse erwarten. Die Technik stammt im Prinzip aus Wolfsburg. Die Vierzylinder Diesel und Benziner leisten zwischen 110 und 190 PS. Für die Zukunft ist eine Plug-in-Hybrid-Version möglich. Ab Herbst 2016 soll der große Bruder des Yeti beim Händler sein, zu volksnahen Preisen ab 24.000 Euro. Volvo wird in 2016 eine Nummer größer. Der V70 startet Mitte des Jahres als V90 durch. Er wird länger und innen geräumiger. Den Antrieb übernehmen 2 Liter Vierzylinder. Neben dem V90 wird es auch den rustikal angehauchten V90 Cross Country mit Offroad-Optik geben. Preislich startet der große Schwede bei 42.000 Euro. So richtig viel sieht man nicht auf diesen Bildern, zumindest nicht so richtig viel Neues. Das ist das Facelift vom Golf 7 und es wird im März auf den Markt kommen. Wahrscheinlich direkt nach dem Genfer Autosalon. Was fällt auf? Es gibt eine neue LED-Grafik und auch neue Stoßfänger. Die Neuigkeiten im Inneren werden da schon etwas gravierender sein. Zwar bleibt das Interieur bis auf neue Farben und eine größere Materialauswahl fast unangetastet, aber technisch tut sich doch vieles. Es wird gegen Aufpreis einen Digitaltacho wie beim Passat geben. Außerdem gibt es noch ein neues Multimedia-System mit Echtzeit-Staudaten und Online-Funktionen. Auch einen Stau-Folgeassistenten und damit teilautonomes Fahren wird es künftig geben. Alles natürlich nicht in der Basis. Die kostet dafür aber auch weiterhin nur 17.650 Euro. Das ist doch mal was Neues. Ein Facelift, das nichts kostet. Der Tiguan ist in Europa ein Verkaufshit. In den USA und China ist er aber eine halbe Nummer zu klein. Deshalb präsentiert VW ab Herbst 2016 eine XL-Variante seines ganz neuen Kompakt-SUVs. Dieser größere Tiguan übernimmt den Radstand des Passat und misst 20 cm mehr als die Basisversion. So sollen künftig bis zu 7 Passagiere Platz finden oder Familien im Urlaub entspannter packen können. Die Motoren leisten zwischen 110 und 240 PS. Preislich startet der Tiguan XL wohl ab 27.000 Euro.